Moin Moin, willkommen zurück hier zu Harry Potter bzw. Hogwarts. Harry Potter hat nicht so viel zu tun gerade, aber ja, wir waren gerade unten im Raum der Kammern und haben mit den Kammerkarten-Heinis geredet, also sozusagen den alten Magiern, die auch die alte Magie sehen konnten. Und jetzt treffen wir uns wieder mit Professor Fig am Turm, denn es geht ja um irgendwas. Zuck. Ich glaube, können wir auch hinfliegen, müssen wir nicht mal so machen. Können wir auch hier uns hinbeamen sozusagen, am alten Turm treffen. Können wir hier rauszoomen? Nee. Also, das ist ja irgendwo hier hinten. Ich gehe mal auf die Weltkarte. Und die Hogsmeade auch. Da ist es nicht. Hier auf die Weltkarte. So, hier. Wir müssen uns da oben mit uns treffen. Am alten Turm ist hier oben irgendwie. Da kann ich noch nicht hinfliegen direkt, leider. Aber der nächste Punkt wäre ja hier. Dann müssen wir, glaube ich... Dann würde ich sagen, gehen wir lieber hier hin, ne? Ja. Reisen wir doch mal dahin. Ist vielleicht einfacher für uns. Schauen wir mal. Ach, dieses Spiel ist einfach fantastisch. Ich kann euch gar nicht sagen, wie ich mich die ganze Zeit freue darüber, das spielen zu können. Das ist auch ein cooler Move eigentlich. So, was ist da denn? Achso, ich dachte, es wären hier irgendwelche... Ich jetzt aber auch hier ein bisschen... Gut, gucken wir mal, müssen wir diesen Weg hier, den ganzen Weg laufen. Hier kann ich leider nicht fliegen, sonst wäre ich jetzt mal schnell geflogen. Aber das geht anscheinend gar nicht hier. Was ein bisschen schade ist. Oh, da sind doch die... Wie nennen sich die nochmal? Die Zentauren? Ja, aber die scheinen uns ja irgendwie freundlich gesinnt zu sein. Wir tun die uns nichts, wir rennen einfach hier weiter. Oh, wir müssen den Weg. Da ist eine Prüfung von... Ich weiß, was das bedeutet. So, hier ist eine Prüfung. Haben wir noch ein bisschen Malvenkraut? Ich glaube schon. Sonst lass uns die Prüfung doch gleich mal direkt machen. Die Frage, was für eine Prüfung es hier gibt, ne? Da, okay, anzünden. Würde ich behaupten. Ne, das ist das hier. Oh, warte mal, wir müssen es dann mal einstellen. Uns fehlt hier irgendwie Feuer oder sowas, ne? Da. Gut, machen wir... Oh, Lu muss kurz weg. So. Okay, einen haben wir. Dann müssen wir noch mehr davon geben. Schauen, ob wir den anderen auch noch finden. Da unten ist auch noch einer. Ja. Okay, der sagt weg, wenn ich nicht herankomme. Incendio. Okay, haben wir auch drin. Oh nein, warte mal. Ich habe die Befürchtung, dass man das in der richtigen Reihenfolge machen muss. Kann das sein? Ich glaube, das habe ich. Ja, also das ist die eine gewesen. Und jetzt sind sie alle wieder unten. Ja, man muss die richtige Reihenfolge finden, okay. Wir müssen mal gucken, wo wir alle sind. Welche sind. Hier ist einer. Und da ist einer. Ist das ein Hinweis hier am Baum? Nee. Da steht drei. Oder drei Punkte in der Mitte? Kann das sein? Gucken, ob ich noch mehr von diesen Dingern finde. Ja, nee, es ist überall drauf gemalt, okay. Das ist ja blöd. Ob ich hier noch mehr finde von denen, die in der Nähe im Umkreis. Okay. Aber das führt uns immer bei der Prüfung nicht weiter. Also hier ist der eine, da war der an. Also hier ist einer. Da vorne ist einer. Ist hier auch noch irgendwo eine?
Ist hier noch irgendwo eine, die wir übersehen haben? Ich glaube nicht, ne? Ah, hier ist so eine. Okay, warte, die müssen wir mal freistellen hier. Incendio. So, also, jetzt haben wir die eine runter gemacht. Mal gucken, welche Reihenfolge das sein könnte. Versuchen wir als erstes mal, nächstes Mal die hier erstmal. Sehen wir mal, ob das klappt oder nicht. Das könnte sein. Jetzt müsste die auch noch brennen hier, oder bin ich jetzt verkehrt? Warte mal. Ah. Incendio. Muss ich nur schnell sein? Hier kann das sein? So schnell kann ich gar nicht sein. Okay, die müssen wir alle irgendwie schneller machen als alle, vielleicht alle drei schnell hintereinander machen. Okay, müssen wir gucken, welche Reihenfolge wir da am besten machen können. Hier noch einen anderen Zauber, der irgendwie besser ist. Den nehmen wir den hier nämlich. So. Testen wir mal, ob es damit geht. Warte. Konstrinko. Nein. Konstrinko. Ah. Konstrinko. Da wäre selbst Merlin stolz. Siehst du, so geht das, okay. Muss man ja auch erstmal wissen, ne? Das ist eigentlich dieser. Ist das hier der See aus Harry Potter, wo. Wisst ihr, wo wir drüben Harry Potter ist und er sich selber mit seinem. Mit seinem Hirsch das Leben rettet? Vor den. Vor den Todessern, wollte ich gerade sagen, vor den. Na, ihr wisst schon, die Beschützer von Azkaban. Beziehungsweise die Wächter von Azkaban. Oder sieht das nur so aus? Das könnte ja sein, ne? Sieht ein bisschen aus, wie da drüben. Kann man hier ins Wasser rein oder stirbt man da im Wasser? Ich schwimme mal darüber. Mal sehen, was da drüben ist. Ach, das war die Höhle von. Da müssen wir nicht hin. Das war die Höhle von links. So, wir müssen jetzt mal den Weg weiterlaufen jetzt. Fällt mal gerade auf. Weil sonst werden wir auch nicht fertig. Das wäre auch ärgerlich. Oh, hier kann ich irgendwie tauchen oder irgendwas. Was mag hier drunter sein? Schuluniform mit Plate-Karo-Hemd und Krawatte, okay. So ein kleiner Motor, wenn ich schlecht, den man einfach loseiern kann, dann eiert er noch schneller los als sonst. Das wäre ein Highlight. Gut, braucht ihr. So, jetzt einmal zum Turm. Zeigt mir einen komplett anderen Weg. Wahrscheinlich kann ich hier gar nicht längs laufen. Aber vielleicht doch. Warte mal. Ah, geht doch. Oh, was ist das denn hier? Achso, ein alter Baum. Hm. Oh, da unten sind Gegner auf jeden Fall recht viele. Und eine Kiste. Aber die Kiste lassen wir mal in Ruhe. Das ist so eine richtig kleine. Kleine Ruine hier, seht ihr das? Die sahen auch schon mal besser aus. Was ist denn, sollen wir da reingehen? Wir gucken mal. Oder sind die unterirdisch hier? Sieht alles so komisch aus. Ah, okay, das sind die. Okay, ja, das lassen wir jetzt mal. Wir kämpfen jetzt mal nicht gegen die, weil wir wollen jetzt erstmal das andere lösen. Noch ein bisschen viele vielleicht. Bin ja noch kein Superzauberer, nur ein einfacher Zauberer. Oh. Du hast keine Chance. Ich will nicht mehr kämpfen. Und wen kämpfen die denn da? Ach, das ist von so einem Waldtroll, gegen den die gerade kämpfen.
Naja, ich konnte alles einsammeln gerade, wenn die einfach gestorben sind. Das war nicht schlecht von mir. Tollpopel. Und Mega-Power-Trank. Immer gut. Ach, die wollten sie hiermit fangen wahrscheinlich, mit diesem Käfig da. Und dann ist er den wahrscheinlich ausgebüxt. Ah, dumm gelaufen, würde ich sagen. Dumm gelaufen. Oh, bist du hier durch? Oh mein Gott. Ich suche mir auch die blödesten Wege aus, ne? Das gebe ich zu. Confringo! Expelliarmus! Okay, warte mal. Müssen wir hier das durchschießen? Confringo! Oh, das wollte ich gar nicht. Eigentlich wollte ich hier nur das Ding durchhauen. Weil ich muss hier durch. Das scheint der rechte Weg zu sein für mich. Oh, ich habe gar nicht mehr so viel Leben. Acht Beine sind einfach zu viel. Ja, das stimmt. Acht Beine sind wirklich zu viel. Ein Mensch mag acht Beine. Komm, wir müssen hier raus. Also, ob wir gegen diese Riesenspinne... Ne, können wir ja nicht. Ist ja ein bisschen später. Schwimmen wir drauf. Boah, Alter, ich muss ja auch so einen fairen Weg laufen. Wäre besser gewesen, einen anderen Weg zu gehen. Oben links. Komm, wie wir dicht an diesem Turm ran. Aber ich glaube, hier unterirdisch. Wahrscheinlich hätten wir auch oben drüber laufen können. Behaupte ich mal. Vielleicht aber auch nicht. Komm, spring! Ja. Okay. Da, irgendwo da hinten wird das sein. Wo wir da hinkommen. Confringo. Confringo. Wir müssen da hoch. Ein Weg außen rum, innen rum, weiß ich nicht. Ach, guck mal, kann ich einfach reingehen. Sieht geh da mal interessant rein. Aus. Sieht's wirklich. Aber die Höhle, so eine ähnliche Höhle haben wir schon mal gesehen. Da war irgendwie auch nichts Besonderes drin. Ah, das ist wieder so ein bescheuertes Rätsel, wetten. So ein Würfel. Und da auch. Also muss der Würfel da oben rein. Damit kriege ich nicht geschwebt. Aber hier fehlt ja einer. Also, wenn man guckt, ist oben. Man müsste da oben nach unten gucken, aber. Die kann ich hier nehmen. Der Impulse funktioniert, aber ich kann ihn leider nicht zum Schweben bringen. Muss ich richtig würfeln denn hier? Das kann ich nicht. Mir fehlt irgendein bekannter Zauberspruch, fehlt mir hier noch, um den richtig hinzubekommen, denke ich mal. Aber der ist schon stark. Mir fehlt einer, um schwerere Sachen zum Schweben zu bekommen. Den habe ich noch nicht. Ja, hier ist das. Ja, da ist es.
Das ist das, was wir brauchen. Okay, den haben wir noch nicht. Den können wir aber dann machen, weil das war ja so, dass ich den hätte bekommen können jetzt gerade eben. Beziehungsweise den können wir bekommen, weil den haben wir hier in den Aufgaben drin. Meine ich zumindest. Ich zeige es mal. Ich glaube, genau, hier ist es, ne? Da können wir, ne, da nicht. Da, Wingardium Leviosa. Das können wir damit machen. Ja, können wir jetzt nicht. Müssen wir beim nächsten Mal machen. Jetzt gehen wir erstmal weiter zum Turm. Ich glaube, ich bin der umständlichste Weg zum Turm gegangen, den es gibt. Aber was soll's. Hauch der Toten. Und hier irgendwie hochklettern? Ne, kann man nicht. Das ist Quatsch. Da sind ein paar Trolle. Flusstroll. Da müssen wir wahrscheinlich rüber über die Brücke eigentlich, ne? Dann gehen wir da hinten noch lieber längs. Oder sehe ich das richtig? Genau, so wie der Weg das anzeigt da unten. Da wird jemand sein Vorhaben. Ah, oh, das sieht aber echt geil aus hier alles. Ich finde das voll schön hier alles. Wirklich. Brüten in Blumen. Mondgesteine mal einsammeln, damit können wir unseren Raum der Wünsche erweitern. Macht das schon Sinn? Nein! Du sollst nicht trinken, ich wollte. Ah, geht das auch nicht. Egal. Wie Steinhaut, was natürlich halt dumm war. Ein Getränk verschwendet. So, hier kommt der Turm. Hier drüben. Ich komme. Wir sind nicht allein. Nein. Rangrocks Anhänger. Ich sehe etwa ein Dutzend, aber es könnten mehr sein. Können wir an ihnen vorbei in den Turm apparieren? Schon, aber wir wissen nicht, was in dem Turm ist. Vor allem möchte ich allerdings erfahren, warum sie hier sind. Sie haben ihr Lager weiter vorn aufgeschlagen. Ich schlage vor, wir sehen uns erst einmal ein wenig um. Los geht's. Okay. Das ist nicht gerade ideal. Das stimmt wohl. Warte mal kurz. Lass uns doch hier nochmal den Verschwindibus machen. Ich schlage vor, hier den Desillusionierungszauber einzusetzen. Auf jeden Fall. Wir sollten uns lieber nicht ankündigen. Machen wir nicht. Ich mach das bestimmt nicht für immer. Eines Tages werde ich meine eigene Organisation haben. Mit Leuten, die dann für mich... Beeilung! So, wenn du den Gegner unter Karte reißt, kannst du per Triffige Totalus wecken. Okay. Habe ich den denn? Kann ich den denn schon überhaupt? Den kann ich doch noch gar nicht, oder? Gelernt habe ich den, glaube ich, noch nicht. Wirken Sie aus Ihrem Verständnis. Perficus Totalus. Gut gemacht. Cool. Oh, die sind auch gleich weg, okay. Kann man hier auch außen rumgehen, mal kurz gucken? Dass wir irgendwie verschiedene Wege gehen können? Ja, okay. Machen die so ein bisschen. Ja, ja, komm, wir gehen hier durch. Ich dachte ja, man könnte vielleicht auch was anderes von hier aus machen, aber das geht anscheinend gar nicht. Macht aber nichts. Hier muss es etwas geben. Petrificus Totalus. Ich habe nur Befehle ausgeführt. Beschuldige doch bitte jemand anderen, wenn es dir nichts ausmacht. Oh, okay. Oh, ich hab ihn erwischt. So. Ah, hier. Ein paar Sachen, was er hat. Weiß nicht, ist das Kohle? Lass mal gucken, was hier noch... Revelio.
So ist an. Wir gucken mal, was wir hier noch finden. Vielleicht liegt da doch irgendwas. Befehle. Durchsuche den Turm an seiner Umgebung. Halte die Augen nach oben. Was du hier findest, könnte der Schlüssel dafür sein, dass die Kobolde endlich ihren rechtmäßigen Platz in der Welt finden. Okay, wir haben auf jeden Fall eine Nachricht gefunden. Das ist schon mal nicht schlecht. Du wirst Blut. Oh. Okay. Oh. Oh, Mist, Attentäter. Viele Kobolde waren schon immer feindselig gegenüber Zauberern, aber das hier ist irgendwie anders. Auf jeden Fall. Gut, dass das vorbei ist. Wir sollten reingehen. Ja, können wir. Ich wollte mal gucken, ob ich hier noch was finde hier draußen, aber anscheinend nicht mehr, ne? Ich glaube nicht, dass die Kobolde von den Prüfungen wissen. Das dürfte der Eingang sein. Okay, da kann er uns wahrscheinlich helfen. Hm. Nicht mehr lange. Ein Entriegelungszauber. Sehr praktisch. Es passt jetzt nicht, aber wenn sie ihn nicht bald lernen, können wir es im Schloss nachholen. Okay. Guck mal hier. Putzen einfach mal hier. Oh, da. Ich frage mich, wer das ist. Mit solchen Gewändern könnte es jeder sein. Sieht aus wie Gandalf. Der natürlich gar nichts hier zu suchen hat, ne? Da kommen wir mal ganz ab. Diese Besen sind wohl schon seit Jahrhunderten verzaubert. Ich habe noch keinen Zauber gesehen, der so lange hält. Tja, aber vielleicht was Merlin. Willkommen in Sanbakars Turm. Okay, wir müssen irgendwann mal die Entriegelungssachen finden, wie wir das hinkriegen. Hallo, Professor. Sagten Sie Sanbakars Turm? Ja, Professor Bakar ist ein Hüter, dem Sie noch nicht begegnet sind. Es freut mich, dass ich mit meiner Vermutung richtig lag, dass wir uns bald nach unserer letzten Begegnung wiedersehen. Allerdings vermute ich aufgrund des Lärms, dass Sie es nicht leicht hatten, zu mir zu gelangen. Das stimmt, Professor. Vor dem Turm sind wir auf Kobolde gestoßen. Dass Kobolde von meinem Gewölbe wussten, ist beunruhigend genug. Aber wenn Sie auch eine Verbindung zu diesem Turm haben, könnte die Bedrohung größer sein als gedacht. Ein Grund mehr für uns, weiterzumachen. Unten, nahe des Eingangs, wurde ein Speicher mit alter Magie freigelegt. Wie die, die Sie schon gesehen haben. Befehlen Sie ihm, eine Tür zu öffnen. Mehr kann ich leider nicht sagen. Da Professor Fig Sie nicht begleiten kann, sehen er und ich Sie später in der Kartenkammer. Merken Sie sich das Bild. Wir müssen herausfinden, woher Ranrocks Anhänger von einem Turm wussten, der einst einem Hüter gehörte. Im Moment müssen Sie sich jedoch auf Wichtigeres konzentrieren. Auf einen Speicher alter Magie, nicht wahr? Ja, Sir. Dann überlasse ich die Angelegenheit Ihrer stetig wachsenden Kompetenz. Seien Sie vorsichtig. Natürlich, Sir. Wir sehen uns in der Kartenkammer. Okay, schauen wir uns das Ganze mal an. Können wir direkt hier raus? Nee, können wir natürlich nicht. Das war ja der Falsche. Ein Speicher alter Magie. Unten, in der Nähe des Eingangs. Guck mal hin. Oh, warte, hier ist das. Ach, kann ich mal einen Tässchen Tee trinken unterwegs? Lecker. Okay, schauen wir mal. Okay.
was wir es hier zu tun haben. Die erste Prüfung. Wir betreten mal. Mal gucken, was die erste Prüfung ist. Bin mir schon aufgeregt. Das kenne ich. Von Gringotts und aus der verbotenen Abteilung. Ist hier irgendwas? Nee, okay. Das sieht doch wieder imposant aus hier, muss man zugeben. Okay, vielleicht sollte man das nicht kaputt schießen gleich. Man kann hier auch runtergehen. Was muss passiert sein? Oben, ja. Ich sollte mich umsehen. Hier, ich kann es da rüber. Das konnte ich vorher nicht. Okay, hier gibt es verschiedene Sachen. Guck mal, die Truhe hier. Weiter Schal. Okay, jetzt nicht so ein bisschen rauschende Sachen. Mega Power Trank. Wie abgefahren, oder? Okay, hier sieht es nach einem Battle aus. Vielleicht aber auch nicht. Nee, Glück. Muss man nicht kämpfen. Doch, ich glaube, ich muss kämpfen. Die erste Prüfung. Noch mehr Spuren alter Magie. Etwas muss sich verändert haben. Das Ding ist neu dazugekommen. Das ist doch abgefahren. Weil hier sind Truhe. Wir sammeln mal kurz die Truhe, bevor wir da reingehen. Graue Quidditch-Handschuhe. Noch eine Truhe? Nee, aber bevor wir jetzt mal da das machen, kann ich vielleicht meine Ausrüstung mal kurz angucken? Ich habe ein paar neue Sachen bekommen. Vielleicht kann ich ja hier irgendwas machen. Die nehmen wir doch mal. Die Quidditch-Handschuhe. Da brauchen wir nicht gucken. Ja, es sind Beine. Okay. Ist da irgendwas bei, was da wirklich viel stärker ist? Nee. Okay. Gut. Also, es ist ja so, dass wir hier rein können jetzt, ne? Ist das so eine Art Labyrinth ist? Wie sie spiegelt da drin auch alles. Ziemlich cool. Ziemlich cool. Da vorne steht ein Ritter, habe ich schon gesehen. Ich habe ein bisschen Angst, dass es der ist, gegen den wir kämpfen sollen. Ich dachte, ich könnte hier noch eine Truhe abstauben, aber das kann ich anscheinend nicht. Das hat mir gerade noch gefehlt. Aber wenigstens werde ich diesmal nicht überrascht. Oh. Achso, es sind ein paar mehr, okay. Konfringo! Okay, das war jetzt nicht so schwierig. Da geht's zu einer Truhe. Hier gar nichts, aber da oben geht's weiter. Warte mal. Gucken wir zur Truhe kommen erstmal, bevor wir da oben weitergehen. Was haben die Hüter mit mir vor? Na, ist hier drin. Deine Ausrüstung. Oh nein! Warte mal. Natürlich meine Ausrüstung jetzt voll. So, ein bisschen was löschen hier. Das war echt ärgerlich. Deine war stärker, habe ich gerade gesehen. Wow. Den nehmen wir auch gleich.
Ja, sehr ärgerlich, ärgerlich. Ich würde ganz gerne alles verkaufen, aber naja, was soll's. So, nochmal. Ramponierte Zylinder. Oh, der sieht, wenn ich den hier finde, muss er doch schon ordentlich was an Wumms haben, oder nicht? Hoffe ich zumindest. Ja, so. Wir haben noch keine Eigenschaft, deswegen können wir noch den benutzen, den anderen behalten wir. Wir können auf jeden Fall ramponieren. Sieht zwar noch nicht ganz so cool mit aus, aber egal. Okay, gut. Das war ja nicht die Prüfung jetzt, diese drei Gegner da. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das sieht aus wie eine Karte. Gucken wir, ob wir hier hinten irgendwas machen können. Kommt mir bekannt vor. Mir auch. Nein, ich wollte eigentlich ranziehen, warte. Warte. Nein, Tantin. Ja, warte mal. Okay, den müssen wir rausziehen. Da kann ich auch rüber. Ist da irgendwas? Und da kann ich nicht rüber. Muss ich da rüber vielleicht? So. Oh. Da passiert was. Schließ die Prüfung Percival Rackham ab, okay. Jetzt haben wir noch das Gleiche. Oh, wir haben nicht den identifizierten Gegenstand. Das haben wir lange nicht gehabt. Das ist ja, oder haben wir noch nie gehabt. Das ist so ein Gegenstand, den wir nur... Kann ich da rüberspringen? Aber es bringt mir ja nichts. Ich muss ja da rüber. Das heißt... Ah, da kommen wir rüber. Nein, der oben meine ich eigentlich. Was hat die Magie bewirkt? Ja. Vielleicht sollte ich mir alles auf beiden Seiten des Torbogens ansehen. Kann ich ja gleich nochmal machen. Aber erstmal muss ich die Truhen einsammeln. Okay, jetzt verstehe ich, was er meint. Okay. Wir sind ja nur durch die eine Seite reingerannt. Wir können natürlich wirklich auch von der anderen Seite, also. Da geht es ja so irgendwo hin, aber wir könnten ja von der Seite reingehen. Aber, ne, hier waren wir schon. Das ist ja das gleiche nochmal. Da bin ich reingerannt. Der Raum verändert sich, wenn ich durch den Torbogen trete. Stimmt. Interessant. Guck mal, wir können hier durchgehen. Das kommt mir vorher nicht. Mehr Statuen. Okay. Confringo! Exceliam! Levioso! Accio! Halt! Ich muss aber kurz einen anderen Dings haben hier. Inzest! Oh! Ein Scheißzauber. Ich brauche einen anderen, einen besseren. Was ist der? Ja, die brauchen wir noch. Verbringung!
Zentrum. Okay. Ich habe hier nichts geschenkt. Tatsächlich nicht, ne? Aber hier hinten ist auch noch was. Ja, war noch eine Statue dran, ne? Gut, dann geht's hier weiter. Gucken wir erstmal hier unten an, ob wir hier irgendwas finden noch. Hier unten sehe ich jetzt gerade nichts. So. Ins Zentrum. Da geht's jetzt mal hoch. Okay, hier öffnet sich wieder irgendwas für uns. Da, in der Mitte. Okay, warte mal. Lass gucken, ich geh mal kurz runter, um was zu sehen. Da hat sich was verändert, aber das ist nicht das, was ich jetzt gedacht habe. Darf ich hier durchlaufen? Guck mal, jetzt ist das kein Torbogen. Vorher war das so ein, waren da diese Torbögen, also diese Brücke. Ich sollte mir diesen Torbogen von beiden Seiten ansehen. Ja, jetzt können wir nämlich hier längs gehen. Ach hier. Was hat die Magie auf beiden Seiten des Torbogens verändert? Etwas muss jetzt anders sein. Ist ja auch, warte mal. So, wenn ich jetzt hier durchgehe, ist dieser Torbogen ja da. Jetzt ist diese Brücke da, ne? Die war vorher nicht da. Ach hier! Also beziehungsweise konnte ich ja vorher nichts machen. Wie kommt man denn da rüber? Ach, da kann man bestimmt durchlaufen, ne? Ich muss überprüfen, wie sich der Raum verändert, wenn ich durch den Torbogen trete. Ja, habe ich doch gerade. So. Aber wie kommt man da rüber zu dem... Gehen wir erstmal weiter. Ja. Man muss ja nicht jedes Rätsel lösen. Daran werde ich mich nie gewöhnen. Ist immer abgefahren mit den Treppen hier immer. So. Okay, jetzt kommen wieder ein paar Ritter. Ins Zentrum! Konfringo! Incendium. Akio. Konflikt. Incendium. Alter, shit. Incendio. Komm, trink. Incendio. Komm, trink. Ach hier.
Fairer Kampf, fairer Kampf. Ist hier irgendwas? Nö. Das ist hier was Besonderes. Da steht auch keine Kiste oder so für mich zum Looten. Ich kann hier nichts looten. Okay. Ab hier. Ja, ist ja blöd. Aber. Wie soll ich denn da? Warte mal, hör mal auf. Ach hier. Da muss ich rüber wahrscheinlich, aber wie komme ich da hin? Ja, mal. Also erstmal kann ich die Truhe einsammeln, oder? Mal sehen, was sich auf beiden Seiten verändert hat. Die sehe ich nur von der Seite. Wenn ich jetzt durchgehe. Dann fahre ich runter, okay. Das war dumm. Aber dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich da noch was kann. Ach hier. Bin ich hier, aber das bringt mich auch nicht so viel weiter, ne? Da unten kann ich nicht weiter. Hier ist auch nichts anderes. Ach hier. Den krieg ich nicht von hier. Da müssen wir kurz mal drüber. Nicht ganz hin. Ah, warte mal, wir können das anders machen, warte mal. So, den da. Und da müssen wir einmal kurz, der muss mal kurz hier mit herkommen. Dann können wir vielleicht darüber. Nein, anderer, der hier. So, und jetzt können wir doch theoretisch da so rüberkommen, oder nicht? Oder kommt hier? So. Und jetzt können wir auch da drüben ran, okay. Ja, mein Gott. Eigentlich ganz simpel. Lass mal so drauf kommen. So. War das jetzt die Prüfung? Nein. Muss doch noch irgendwas Cooles passieren hier, oder wenn ich jetzt verkehrt. Das ist ja wieder der Anfang, wo wir gelandet sind. Ganz zu Beginn. Oder bin ich jetzt anders hier? Okay. Das scheint nur so aus. Mega Powertrank. 5 Stück. Oh Gott, das heißt, da kommt irgendwas. Das sieht nach einem fetten Kampf aus. Den machen wir aber beim nächsten Mal. Nicht jetzt. Obwohl, nee. Das ist ja Quatsch, ne? Das ist ja gemein. Wir machen den natürlich jetzt. Los geht's. Dann lass mal sehen, was für ein Gegner auf uns wartet. Das gefällt mir gar nicht. Ins Hin. Konfrinto! Akio! Ins Hin. Oh. Konfrinto! Oh, da haben wir uns in die Fresse geschossen. Ach hier! Konfrinto! Ins Händchen! Okay.
Okay. Das war aber nur der Vorgeschmack, würde ich behaupten. Genau. Okay, wer bist denn du, mein Guter? Oh! Incendio! Incendio! Oh, der war gut getroffen. Au. Oh, der hat mich auch gut getroffen. Incendio. Den lila Zauber, da muss ich natürlich den lila Zauber wirken, aber da muss ich erstmal drauf kommen, in dem Eifer des Gefechts. So. Na, endlich. Wo weißt du, dass es zu Ende ist? Kommt da jetzt noch ein Boss? Das weißt du doch gar nicht. Das ist ein Denkarium da hinten? Okay, noch ein Denkarium. Machen wir sofort. Ich gucke mal, ob es hier drin ist. Nein, wieso sind denn diese Kack-Ausrüstungsplätze immer voll bei mir? Oh, das kann ich entdecken. Das ist natürlich stärker. Das verkaufen wir. Seht ihr voll Nietenhandschuhe? Guck mal, das sind bestimmt super Handschuhe. Gucken wir uns das mal an. Wie cool, ey. Okay. Wie sie die Welt um sich herum verwandeln, ist bemerkenswert. Was ist denn? Sein Zustand bessert sich nicht. Er wird sich wohl nie vom Tod meines Bruders erholen. Es ist furchtbar, unsere Lieben so leiden zu sehen. Die Dürre ist Jahre her. Aber der Schmerz seines Verlustes sitzt so tief wie am allerersten Tag. Er braucht keine hübschen Säulen, sondern Frieden. Was, wenn ich helfen kann, Professor?
Sie tun doch schon so viel für Ihren Vater. Das reicht nur nicht. Ich will ihm den Schmerz nehmen. Ich weiß, es ist verlockend, mit der Magie, die Sie beherrschen, mehr als nur die physische Welt zu verändern. Aber menschliche Gefühle haben ihre ganz eigene Macht. Selbst die umsichtigste und fähigste Hexe könnte den Ausgang nicht vorhersehen, den ihre Manipulation zur Folge hätte. Soll ich nur zusehen, wie der Schmerz ihn zerfrisst? Sie haben kein Recht, ihn zu nehmen. Jedes Jahr aufs Neue sehen Schüler in ihren Teeblättern immer haarsträubendere Dinge. Oh, Miss Morgannock, willkommen zurück in Hogwarts. Na, die wird sich ja nicht daran halten, ne? Muss ich mich noch gewöhnen, Professor Rookwood? Ich bin hoch erfreut, dass Sie Verteidigung gegen die dunklen Künste lehren werden, Professor. Hier, nehmen Sie Platz. Erzählen Sie von Ihren Reisen. Ich hatte gehofft, Sie und die anderen könnten mich heute Abend zu Hause besuchen. Ich habe so viel zu erzählen. Aber nur zu gern. Sagen wir den anderen Bescheid. Vortrefflich. Dann bis bald. Das ist eine Falle, das weiß doch jeder. Die ist böse. Mega böse. Noch eine Erinnerung. Und jetzt raus hier. Gut. Raus hier. Noch mehr kristallisierter Stein. Das muss der Weg zurück. Man geht direkt in die Kartenkammer, wie man sieht. So, hier stoppen wir jetzt und machen beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, tschüss.